haben jetzt einen Notfall wegen schlechtem CTG. Zu jedem Notfall im Kreißsaal werden wir von der Neonatologie hinzugezogen. Gut, dass der Weg sehr kurz ist in den Kreißsaal. Ich kontrolliere jetzt die Erstversorgungseinheit. Wichtig ist dabei, dass alles gut funktioniert. Wenn das Kind dann vom Kreißsaal kommt, werden wir mal schauen, ob es gut atmet. Es wird abgetrocknet, gewärmt. Wenn es nicht gut atmet, dann wird es mit der Atemunterstützung beatmet. Und sollte sich das Kind dann noch immer nicht erholt haben, kommt es dann mit dem Transportinkubator zu uns auf die Neonatologie. Während Romina im Kreißsaal ist, richte ich hier die Infusionen her. Das machen wir auf der Neo immer steril. Die Position ist aufgerüstet und es ist wichtig, die Atemunterstützung vorzubereiten. Wenn das Kind dann da ist, starten wir mit dem Monitoring und starten die Infusion. Das war nur ein kleiner Teil unserer Aufgabenbereiche. Besonders wichtig ist, dass wir nach dem Pflegekonzept WFIP arbeiten. Hierbei geht es um familienzentrierte Pflege und den Einbezug der Eltern, um die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer zu zweit im Dienst sind. Ich bin die Romina. Und ich bin die Sandra. Und wir sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Und so sieht der Tag in der Klinik Landstraße auf der Neonatologie aus. Und bei uns sind die Kleinen ganz groß.